So, hallo, das ist jetzt eine sehr spontane Aufnahme, weil sonst kein Part für Freitag da ist. Ich habe das schon mehrmals in anderen Projekten gesagt, wenn halt mal an dem Tag nichts kommt, nicht wundern, dann habe ich es einfach nicht geschafft, aber ich versuche immer es zu schaffen. Ja, wir haben letztes Mal, ich habe gerade keine Ahnung mehr, was war denn dieses Yeehole? Ach, das war das mit der Pistole, ne? Das war das mit der Pistole, richtig. Jetzt können wir hier hochgehen. Da ist eine Höhle. Ach so, die Höhle ist ein Eingang, das ist gar kein Level. Wo komme ich denn da hin? Memeland 1. Wow. Okay. Chocolate Yoshi 3. Ich glaube, das machen wir später. Das sieht mir nach einer neuen Welt aus. Das machen wir später. Ich würde erstmal hier alles abhaken wollen. World of P. Okay, das wird wohl was mit P-Switches sein. Controllable P-Balloon. You can... Nein, das ist wieder mit L und R. Ah, ich würde mit Sachen für L und R gerade gerne erstmal warten wollen. Ich werde irgendwann mal schauen, dass ich meinen Controller angeschlossen bekomme. Und dann die L und R Level machen. Weil ich glaube, das ist mit Tastatur nicht die beste Idee. Wir gehen hier erstmal wieder raus. Wir gehen hier erstmal wieder raus, bevor ich mich darum ärgere. The Fast Man. Gucken wir uns doch das mal an. Vielleicht ist das ja was für uns. Man weiß es nicht. Okay, ah, das ist... Oh mein Gott. Oha. Okay, das ist... Also, ich habe auch... Das ist so ein Autobanner. Oh boy. Ach so, ich kann die nicht. Okay. Und daher werden schon die nächsten. Okay, okay. Also das ist was, das kann man auswendig lernen mit der Zeit. Oh, yo. Da ist viel Reaktions... Ach so, nee, ich muss die stupsen. Ich muss die stupsen. Uiuiui. Ah, und da, wo die Münze ist, muss ich die stupsen. Ja, okay, okay. Es wird ja wieder angezeigt. Es wird ja wieder angezeigt. Ja, da unten ist eine gelbe Münze. Da muss ich dann wahrscheinlich hochspringen. Aber wahrscheinlich nicht ein langer Sprung. Wahrscheinlich ein kurzer Sprung. Ja, und dann ein Spin-Jump ansetzen. Okay. Ja, das ist so ein Level jetzt, das macht man so Stück für Stück. Ne? Also wirklich Stück für Stück, weil man nicht weiß, was als nächstes kommt. Ja, und da dann ein Spin-Jump, warum auch immer, weiß man auch nicht, aber werden wir noch rausfinden. Uiuiui. Oh Gott. Okay. Aha, deswegen. Oh, und ein kleiner Spin-Jump nur. Okay. Oh Gott. Nein, ein kleiner Spin-Jump haben wir gesagt. Oh, pff. Uiuiuiui. Oh, cool. Oh Gott. Das hatten wir nix. Ach, Mist. Und dann großen. Dann großen. Ah, der war zu bald. Ich darf erst wieder die Taste drücken, wenn ich auf dem zweiten drauf war. Sonst mache ich zu bald einen großen Sprung. Eieieiei. Oh Gott. Eieiei. Also, das ist ein Autowander, wo man wirklich überhaupt keine Verschnaufspause bekommt. Oh Gott. Da muss ich mich jetzt reinfitzeln. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen reinfitzeln. Oh, das war zu bald. Also da muss wirklich alles passen. So. Okay. Wir haben schon mal Progress gemacht. Und dann muss ich den mitnehmen. Uiuiui. Und ich muss auf dem Viech landen. Das heißt, ich muss im Flug so ein bisschen korrigieren.
Ja, mitnehmen. Okay, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Also was heißt der Sache? Ich weiß ja nicht, wie weit es bis zum Midway Point ist, aber wir kommen voran. Sagen wir es so. Okay. Yoshi. Okay. Da sind jetzt wieder Dinge passiert, die ich noch nicht verstanden habe. Yoshi guckt vor allem in die falsche Richtung. Wahrscheinlich muss ich irgendwie mit Yoshi umdrehen. Nice. Ja, okay, und dann da abspringen. Okay, das sieht doch soweit ganz machbar aus. Also, der Anfang ist fast, würde ich sagen, das Schlimmste. Da sterbe ich doch am häufigsten. Ja, genau wegen sowas. Danach geht's eigentlich. Wenn man dann mal so ein bisschen in dem Rhythmus drin ist. Ne? Hier, zack, 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 zack. Zack, easy. Das war Karma. Okay. Mist. Ach, was Dummkopf tue ich denn? Aber nicht weiter schlimm. Also wir kommen relativ schnell immer wieder hin. Nice. So, jetzt auf Yoshi. Unten, oben, abspringen. Und da ist der Midway Point. Nice. Das ist ja voll machbar ohne States hier. Sehr schön. Also den ersten Teil kriegen wir auf jeden Fall ohne States hin. Easy. Ah, zu bald. Aber macht nichts. Prima. Freu ich mir. So. Ja, da merkt man aber auch, dass die Schwierigkeitslevel, also dass die Schwierigkeit von den Leveln her jetzt nicht wirklich vergleichbar ist. Sehr gut. So. Uchi, zack, okay. Jetzt müssen wir es mal wieder neu lernen. Aber das lief doch schon mal gar nicht so schlecht bis hierher, muss ich sagen. Okay, da muss ich wieder rutschen. Okay. Da muss ich, keine Ahnung, muss ich noch rausfinden. So nicht. So nicht. Wie kommt, was mache ich? Also da kommen dann so Stacheln, aber was mache ich da? Also wie soll ich da durch... Ach so, wahrscheinlich, weil ich noch im Rutschmodus bin, oder? Ja, okay. Weil ich noch im Rutschmodus bin, komme ich dann höher. Ja. Aber nicht zu hoch. Und dann, okay. Okay, und dann kommt ein Ballon. Abschnitt. Da bin ich jetzt schon froh, dass ich dieses Level gespielt habe. Ich glaube, in dem LR-Ballon-Level hätte ich mich jetzt... Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre nicht so gut gegangen. Also, wenn jetzt noch mehr so Level mit so LR-Gimmicks kommen, dann würde ich da immer erstmal... Nein, das ist das Ziel! Was? Okay, geht ja voll klar. Dann würde ich da erstmal, abwarten, bis und dann alle Level mit LR halt so mal mit dem Controller versuchen und mal gucken, ob es dann leichter ist. Ich meine, man kann es natürlich auch erst mit Tastatur probieren, aber solange ich noch andere Level habe, die, glaube ich, erstmal besser funktionieren würden, bin ich halt... Mann. Bin ich halt der Ansicht, wir machen erstmal die. Weil da weiß ich halt, dass ich da, ne, dass die nicht anders irgendwie spielbar werden plötzlich. Aber... Die mit Controller halt, also mit LR sind, die könnten durch den Controller halt deutlich, deutlich einfacher werden. Nice. Das war ein cooles Level. Holy moly. Das war richtig cool. Wisst ihr was? Jetzt haben wir eh schon ein Level geschafft. Jetzt bin ich schon zufrieden, was den Part angeht.
Huhn? Ah. Jetzt bin ich schon zufrieden, was den Part angeht. Und übrigens kein Mond. Also ich glaube nicht, dass es in jedem Level einen Mond gibt mittlerweile. Ich bin da, also wo soll denn hier jetzt ein Mond sein? Da war ja nichts, wo ich hätte hingekonnt. Ich glaube nicht, dass es in jedem Level einen Mond gibt. Okay, ja, wir gucken mal rein. Also World of Pi. So, also L. Ach so. Die grünen Münzen sagen, da soll ich P machen. Wenn ich hier drauf drücke, mache ich P. Aha. Also L und R macht einfach P an und P aus. Also den Ballon an und aus. Und wenn ich im Sprung den Ballon starte, dann zieht es mich halt höher. Ja. Okay. Wenn ich im Fallen den Ballon starte, dann genau, würde mich das so also dingsen. Okay. Gott, wie mache ich das mit den Fingern? Das ist so. So vielleicht. Uiuiui. Ich muss irgendwie auf dem P-Switch landen können. Und dann aber wahrscheinlich gleich wieder den, genau, drücken. Und dann habe ich hier einen Notenblock. Oh, und da muss ich schnell da hoch. Ach so, deswegen ist auch hier die Münze. Wenn ich mit dem Notenblock den Schwung nehme, dann zieht es mich viel schneller nach oben. Und dann komme ich wahrscheinlich vor den Pflanzen dadurch. Okay. Also so, okay. Okay, und dann habe ich noch überhaupt nicht gesehen, was als nächstes kommt. Okay, dann bin ich hier. Wahrscheinlich darf die Statue muss weg. Ja, jetzt komme ich da schon nicht mehr durch. Okay. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, dann muss ich hier rutschen und bei der grünen Münze wieder den Ballon aktivieren. Und dann mache ich, weil ich gerutscht bin, habe ich noch den Status vom Rutschen und kann dann so das Viech kaputt machen. Sonst käme ich da ja gar nicht durch mit dem Ballon. Okay. Okay, soweit verstanden. Wow. Okay, wenn ich das nicht rechtzeitig mache, dann passiert sowas. Interessant. Okay, interessant. Hat doch gerade zweimal funktioniert. Ja? Jetzt ist mein Timing irgendwie falsch. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Das verstehe ich immer nicht, wenn es mal funktioniert und dann gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss genau dann drücken, wenn ich den Pieper be berühre. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Okay. Also rutschen. Ballon. Oh. Oh, und dadurch, dass ich rutsche, drücke ich nach unten. Und dadurch, dass ich nach unten drücke, drücke ich mich natürlich schnell in die Mansche rein. Da muss ich dann schnell wieder loslassen. Eieieiei. Okay. Okay. Ja, jetzt hat man schon gesehen. Ich hätte es kaputt gemacht, aber ich bin halt wieder in die Mansche nach unten gedriftet. Da muss ich aufpassen, dass das nicht passiert. Okay. So. Oh, Mist. Okay. Okay. Nein! Aber ich sag mal, der Anfang sieht da schon mal gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht geht's ja sogar mit Tastatur. Solange ich nicht irgendwie noch jetzt einen Spinjump zusätzlich brauche, müsste es eigentlich gehen, weil dann muss ich die Finger nicht umswitchen. Weil der Spinjump wäre jetzt auf welcher Taste wäre der jetzt denn? Auf der hier. Ja, das wäre. Ja, es würde notfalls irgendwie gehen, aber besser, wir brauchen den nicht, den Spinjump. Besser, wir brauchen den nicht. Also nicht verschreien. So. Mist. Okay. So, jetzt bin ich zu hoch. Also ich muss da wirklich ein gutes Mittel finden. Uiuiui.
Okay. Okay. Nein, dann lande ich mal auf dem Mancher da vorher. Das habe ich vergessen, zu den Ballon zu lösen. Okay. Nein! Scheiße, da ist eine Baumünze. Oh nee. Das heißt, ich muss einen P-Switch auslösen. Ich muss einen Spin-Jump machen. Da unten ist eine blaue Münze. Blaue Münze bedeutete bisher immer Spin-Jump. Scheibenhonig. Okay. Also hier loslassen, hoch. Und ja, und... Oh. Ach so, wahrscheinlich, dass ich die Shell da kaputt mache oder so. Die dann da... Ich habe noch nicht gesehen, was da genau das Problem ist, da drüben. Ich habe noch nicht eruieren können, was da dann... Also warum ich da Spin-Jumpen muss. Wahrscheinlich muss ich den Spin-Jump eine Weile behalten oder so. Okay, da muss ich mir was überlegen, wie ich das mit den Fingern hier mache. So. Ah, dann kommt das Ding da runter. Jetzt habe ich wieder nicht. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wenn wir an der Stelle wieder sind, dann muss ich halt warten und muss mir das mal angucken. Dann versaue ich es mir zwar weiter zu spielen an der Stelle, aber wir kommen ja hin. Also, das hat man jetzt ja gesehen, wir kommen ja hin. Mit ein bisschen Übung komme ich da auch öfter hin. Und dann passt das schon. So. Ja, okay. So, also. Was ist da los? Ich würde jetzt mit dem Spin-Jump nach oben... Jetzt geht's natürlich nicht mehr, na, ist klar. So, ich würde mit dem Spin-Jump nach oben gehen. Aber dann habe ich ja den... Also, dann bin ich ja mit Spin-Jump unterwegs. Also, wie hilft mir das denn jetzt mit der Shell da? Was sollen wir das denn bringen? Außer, dass ich die halt dann kaputt mache, theoretisch. Ich meine, ich kann sie auch noch mitnehmen. Wofür ist das Netz wichtig? Am Netz behalte ich, glaube ich, auch den Spin-Jump, ne? Weiß es jetzt nicht mehr. Aber da ist ja wieder eine blaue Münze. Ich check nicht, wofür die Shell gebraucht wird. Soll ich die mitnehmen? Die kann ich gar nicht mitnehmen. Als Ballon. Als Ballon stupse ich die an oder machst du kaputt? Okay. Also ich habe bisher nicht verstanden, warum da eine Spin-Jump-Münze ist. Hätte ich jetzt das so gesehen, ohne dass hier Münzenindikatoren wären, wäre ich jetzt niemals auf die Idee gekommen, dann einen Spin-Jump draus zu machen. Also, ich probiere es jetzt erstmal ohne Spin-Jump und wir gucken mal, ab welcher Stelle es dann schief geht, würde ich sagen. Weil, ne? An sich ist der Anfang so wie hier. So, ich muss da hoch, ich muss da drüber, ich muss vor diesem Swamp dann runter. Und dann halt das rechtzeitig machen. Oh! Ich glaube, ich weiß es. Der Spin-Jump stoppt mich. So wie hier der P-Switch benötigt wird, um gestoppt zu werden. Um mich zu stoppen. Genau. Brauche ich hier den Spin-Jump, um zu stoppen. Okay. Dann ist hier wieder der P-Switch zum Stoppen. Und dann ist da eine rote Shell, von der ich noch nicht weiß, was ich von ihr halten soll. Okay, also die Items sind immer zum Stoppen da. Ach so, ja, jetzt bin ich natürlich hier. Man kann es ja mal versuchen. Okay. Dann ist das Netz vielleicht da, um den Spin-Jump wieder loszuwerden. Kann das sein? Nein, das Netz ist da, um Schwung zu bekommen für den nächsten Sprung. Dass ich da schneller hochkomme vor der Pflanze. Dafür ist das Netz da. Ich glaube, dafür ist das Netz da. Jo, vielleicht haben wir Glück und es ist spielbar ohne Controller. Ich wollte damit nur nicht anfangen, aber
Wenn ich mir das jetzt so ansehe, wir kommen ja auf jeden Fall, also wir bauen uns ja Stück für Stück voran. Das ist ja erstmal okay. Solange ich nicht zu oft hin und her wechseln muss zwischen Spin Jump und Dings, sollte alles fit gehen. Mist. 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 Okay, das muss wirklich gut getimed werden, auf dem P-Switch zu landen. Ach Gott. Und es kommt dann nochmal. Okay. Das ist bisher eines der schwierigsten Level, würde ich sagen. Wenn wir jetzt mal von der Geschichte absehen, dass wir da in dem einen Level nicht gescheit steuern konnten. Aber das hatte andere Gründe, bin ich der Meinung. Oh, da bin ich gelandet vorher. Mist. Okay. Ah, und dann muss ich schneller loslassen. Aber wir kommen, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Da dann noch vernünftig. Ah. Du hast halt wieder kaum Zeit, um zu reagieren. So, es muss alles funktionieren. Wenn, also Fehler werden nicht geduldet. Was halt das Ganze etwas stressiger macht. Nein! Und dann muss ich da wieder starten. Okay. Dann hänge ich mich ans Netz ran. Dann springe ich vom Netz ab, habe dadurch wieder mehr Schwung, um nach oben zu kommen. Und dann müsste ich vor den Pflanzen wieder dort ankommen. Oi, 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 Leute. Das ist ein Level. Mist. Ne? Also verglichen mit dem, was wir hatten, mit dem Rennlevel, ist das... Ja, das ist super. Ist das ein massiver Schwierigkeitsanstieg? Nein, das war schon eigentlich ganz gut. Und das mit dem P-Switch muss besser funktionieren, sonst funktioniert es da drüben auch wieder nicht. Das ist dann Mist. Wobei der P-Switch da drüben deutlich eher kommt. Also da habe ich, glaube ich, mehr Möglichkeiten. Ich weiß es nicht sicher. Ah, scheiße. Nein. Oh. Nein. Ja. Ja, ja, nein. Oh. Okay, ungefähr so. Ungefähr so. Also es ist echt schwierig zu steuern. Nein! Wofür ist dann die rote Shell nach dem P-Switch da? Es wäre gut, es halt schon zu wissen, dass man richtig weitermachen kann, aber wir werden uns wahrscheinlich wirklich Stück für Stück hier wieder vorarbeiten müssen. Hilft leider nichts. So. Nein. Ja, 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 nein! Okay, aber wir kommen öfter hin, wir kommen öfter hin. Nein! 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 Komm, das darf nicht schief gehen. Das mit dem P-Switch darf nicht schief gehen, sonst mache ich da drüben auch falsch. Ich muss das echt auf Dings hinkriegen. Nein! Das Timing dafür muss sitzen. Das Timing für das Zeug muss sitzen. Weil das wird ja öfter verlangt hier.
Und es ist ja eine feste Vorgehensweise so. Das ist ja praktisch was, das kann man lernen. Wie quadratische Ergänzung. Ich könnte jetzt die ganze Zeit immer mit irgendwelchen Mathe-Vergleichen kommen. Ach Mann, ey. Es ist auch gerade sowas in der 8. Klasse, ne? Wir machen jetzt quadratische Ergänzung. Und das ist eine Vorgehensweise, die kann man lernen. So, das ist immer das Gleiche. So, du könntest einem Computer sagen, mach das und das ist eine quadratische Ergänzung. Der muss nur das Gleiche machen. Das kann man also lernen. Da muss man nicht mal was verstehen, theoretisch. Also, es zu verstehen ist besser, um es durchzuführen, klar. Aber man kann es theoretisch als Vorgehensweise lernen. Und dann gibt es halt trotzdem Schüler, die es einfach nicht, also die kriegen es einfach nicht hin. Die lernen es einfach nicht. Das ist... Es ist ja nichts, wo man wirklich sagen kann, da brauchst du Skill für. Nein, du musst die Vorgehensweise einfach nur lernen. Du musst wissen, was du tun musst, um quadratisch zu ergänzen. Also wer es nicht kennt, für den klingt es jetzt kompliziert, quadratisch ergänzen. Was ist das? Aber es ist nicht viel. Man muss halt ein paar Skills können, die halt in der 8. Klasse relevant sind. Wie zum Beispiel Ausklammern, binomische Formeln. Ne, mit Termen allgemein rechnen und sowas. Das muss man halt können. Aber ansonsten ist es... Von dem, was man eigentlich wirklich machen muss, ist es eine Durchführung, wie man... Oh. Wo ist mein Spinjump hin? Hier. Es ist eine Durchführung, wie man sie lernen könnte. Naja. Merk schon, wenn ich jetzt hier anfange, bin ich unkonzentrierter, das ist schlecht. Ah, ich will es noch einmal ans Netz schaffen. Ich würde aber jetzt auch den Part langsam beenden. Muss ich gestehen. Okay. No! Es ist, glaube ich, für mich noch ein bisschen zu viel auf einmal. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Ich will nur mal kurz... Ich spule nicht zurück, weil ich... ich will nur gucken, was da ist. Ob man das sehen kann. Ah, oh nein, ich ahne Dinge. Ich brauche die Shell, um wieder Speed nach oben zu bekommen, dass ich da schneller hochkomme. Dafür brauche ich die Shell. Und dann muss ich da mich schnell runterfallen lassen, weil da von unten wahrscheinlich irgendwas hochkommt, was dann da festhängt. Lasst uns das mal kurz probieren, in diesem Rewind, den ich jetzt hier habe. Ja, da kommt eine Pflanze runter. Scheiße, oh Gott. Oh Gott, das wird stressig. Oh Gott, das wird böse stressig. Wir machen das Level wann anders. Wir haben ein Level geschafft, wir haben dieses Level hier gesehen. Das ist was, was ich mir erstmal aufhebe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Bevor ich nämlich hier mit Save States durchgehe... Sage ich erstmal, wir machen es wann anders. Okay? Ich versuche mich mit den Save States zurückzuhalten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Level wird, wo ich mit der Zeit irgendwann sage, nee, Leute, geht nicht ohne. Aber jetzt erstmal lasse ich es aus. Wir kümmern uns wann anders drum. Wir haben noch genug andere Level, die wir spielen können, bevor wir zu dem hier kommen. Okay. Danke fürs Zuschauen und tschüss.